Schauen wir mal, was man im Zillertal bekommt, wenn man sich die beste Suite bucht. Jetzt werde ich euch das Allerbeste zeigen für Push, für obere Brust, für Schulter, für Brust, und zwar, wenn ich hier auf den Bergen bin, wenn ich diese Skihütten sehe, also Leute, mein Kameramann zu sein, ist wahrscheinlich der gefährlichste Job der Welt. Wir machen uns gerade fertig. Ich habe noch einen Banktermin, bevor es dann auf die Go Luxury Tour morgen geht. Und deswegen ist das Auto auch so beklebt. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, einmal komplett von außen voll. Warum? Wir fahren wieder auf die Go Luxury Tour. Was ist das Ganze? Eine Art Mastermind- und Spaßveranstaltung. Das heißt also, wir sind jetzt hier 30 Unternehmer, die alle mit ihren tollen Autos 5 Tage lang durch die Alpen fahren. Und wir machen Folgendes. Wir holen uns Inspiration, indem wir tolles Essen genießen. Wir schauen uns tolle Hotels an. Wir schauen uns eine tolle Landschaft an. Sauna, Wellness, genießen Luxus etc. Aber, weil es natürlich auch 30 ausgewählte Unternehmer sind und keine Erben, nicht irgendwie der Sohn, der vom Papa ein Ferrari ausleiht, sondern wirklich alles selbst mit Unternehmer, machen wir natürlich auch eine Mastermind. Das heißt also, wir besprechen uns alle, wir netzwerken, wir lernen uns kennen und jeder erzählt von seinem Geschäft, was er dort macht und wie er nach vorne kommt. Also Marketing-Tipps, Verkaufstipps, Produktentwicklungstipps, steuerliche Tipps, also all diese hochinteressanten Themen. Und beim letzten Mal, da hat mir jemand, ein Online-Marketer, nur einen einzigen Tipp gegeben. Der hat mir bis jetzt bei Live-Building über 100.000 Euro gebracht und bei Juicery sogar 200.000 Euro nur durch einen Online-Marketing-Funnel-Tipp. Also wirklich eine geniale Sache. Und da ich, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen habt, im Prozess bin, alle meine Unternehmen zu verkaufen, einen ziemlich großen Exit zu machen, möchte ich natürlich noch ein letztes Mal auch wieder diese 10.000 Euro investieren, um dann beim Verkauf meiner Unternehmen vielleicht ein paar Millionen Euro mehr rauszuholen. Genießt also den Trip. Des Weiteren möchte ich auch noch ein Abschlussgeschenk dann an die ganzen Leute machen, die mich jetzt schon seit 7, 8 Jahren verfolgt haben. Und zwar, ich drehe 2 Dokumentationen ab. Eine über mein Leben von 0 bis 30 und eine über die 20 Geld- und Erfolgsgesetze, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Jetzt fahren wir nach München in die Stadt rein. Ich hoffe, ihr genießt den Vlog. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch auch für meine Mastermind anmelden. Die ist exklusiv nur für Unternehmen oder für Menschen, die es werden wollen. Das Ganze ist auch eine 5-stellige Investition. Das heißt, wer also sagt, er hat das Geld nicht, der meldet sich am besten gar nicht erst an. Für diese Leute habe ich ja meine günstigen Kurse, meine kostenfreien Videos, meine kostenlosen Tipps. Aber für alle Unternehmer, die sagen, sie möchten mal mehrere Tage mit anderen Unternehmen auf einen Mastermind kommen, sie möchten extrem viel lernen, wie sie ihr Business skalieren, einfach unter diesem Video melden oder an diese Telefonnummer schreiben. Beziehungsweise in diese Telefonnummer kann man nicht schreiben. Man kann sich einfach nur unten bewerben. Ansonsten kommt da zu viel an für meine Telefonmitarbeiter. Jetzt viel Spaß beim Video. Bis dann. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings with the kids on the porch. Murals on the walls for the ones that we lost. Bodegas on the corner, let me see what's in. Also Leute, mit der Mütze hier bin ich immer richtig safe. Ist die aus Russland, gell? Die habe ich aus Russland geholt. Und die Russen wissen, wie man es einem warm macht. Schauen wir mal, was wir jetzt heute alles hier haben. Wir haben hier Ferrari FF mit dabei. Einen 7er M, einen Hammer. Und mit dabei hier noch
nochmal ein GT63. Aber Leute, mit so einem Flügel. Ich find's ohne Flügel geiler, gell? Ich glaube, den kann man rausfahren lassen. Bei dir kann man ja auch rausfahren. Der ist fest. Ich habe einen Rausfahrbahn. Ich finde den nicht so geil. Nee. Dann haben wir hier, Leute, den fetten. Also hier haben wir eine G-Klasse. Ganz normale G63. Den neuen hier haben wir einen fetten Bugatti im Winter. Hier den neuen Ferrari GTC4 Lusso, richtig geil. From the home of the biggie, people blowing they ciggies. And these girls going wild, cause they flashing they this litty. Watch your steps, cause these blocks be me grew up on that bad boy in 96 with Diddy. Boah, Leute, krasses Wetter. Jetzt sind wir angekommen, voll im Schnee. Cops pull us over, it don't matter if you black or you brown. City never sleeps, this the place where hip hop was found. Playground parks with the trees and the cars. Brownstone buildings. Jetzt werden wir was reinhauen, Leute. Das Frühstück hier schaut brachial aus. Ich esse normalerweise kein Frühstück, aber da muss ich natürlich eine Ausnahme machen. Schaut richtig super aus und jetzt machen wir uns ready für 4-5 Tage richtig geiler Spaß. Hey, was bringt die ganze Arbeit, die ganze Kohle, das ganze Business, wenn man sein Leben nicht auch mal genießt, gell? In the city, skyscrapers and bridges, bright lights, fast life, Manhattan living. Crossover downtown, welcome to the concrete, the Nets to Barclays, the Mets to Yankees. Also Christoph, komm, du wolltest die zwar drücken, aber das müssen wir jetzt machen. Oh, jetzt kein Problem, there's no business like show business. So, jetzt geht's raus, Leute. Jetzt geht's raus und später geht's wieder raus. Wow. Einmal so, Hose auf. Ah! Hose auf. Hey, Christoph, Hose auf. Ja, los jetzt. So kalt werden. Nein, hallo. Hilfe. So geht es. Leute, jeden Tag was Neues, jeden Tag was Neues probiert. Jetzt geht's ins Chalet. Schauen wir mal, was man im Zillertal bekommt, wenn man sich die beste Suite bucht für über 2000 Euro die Nacht. Checken wir es mal ab und dann werden wir es uns hinterher gemütlich machen. Was man sehen kann, ich liebe schon mal diesen Holzgeruch. Es riecht einfach richtig, richtig geil. Dann die Bäder. Ich finde es einfach vom Licht her brutal schön. Hier haben wir schon mal das erste WC. Dann geht's weiter und wir haben jetzt eine komplett ausgestattete Küche. Also es ist wirklich alles da, eine komplette Küche. Von A bis Z kann man alles machen, was man will. Wenn man Streitigkeiten hat, kann man die dann auch direkt so schon klären. Also alles, alles optimal. Dann haben sie hier eine super schöne Kaffeemaschine. Hier direkt schon Bademäntel. Und warum braucht man das hier? Ganz einfach, wir haben sogar die eigene Sauna, dazu kommen wir gleich. Also eigene Küche, richtig nice. Dann geht's weiter, wir haben jetzt hier das erste Zimmer, erstes WC und auch Umkleideraum. Also man sieht jetzt auch hier sehr schöne Umkleideräume, sieht wirklich super aus. Dann geht's weiter, extrem schönes Bad, also ich finde einfach, die Lichtkulisse hier drin, abartig schöne Lichtkulisse. Komm, das müssen wir mal anschauen. Und zwar hier, abartig geile, da kann man jetzt hier so direkt durchsehen, also extrem schöne Effekte. Oh shit, so, mit dir direkt schon selber nass gemacht. Okay, also. Eigentlich hätte es da oben kommen sollen. Schaut mal da durch. Augenblick, ich probiere es nochmal. Boah. Vielleicht geht es jetzt so. Ah, jetzt von oben. Schaut hier. Eine richtig schöne Regendusche. Boah. Sehr schön. Die Betten, ja. Also wahnsinnig toll. Leg mir mal rein. Boah.
wahnsinnig tolle Betten. Oben extrem schöne Lichteffekte, schaut es mal an. Extrem schöne Lichteffekte oben. Und jetzt kommt das Coolste. Was haben wir hier draußen? Wir haben jetzt hier tatsächlich unsere eigene Sauna. Eigene Sauna, voilà. Und die riecht auch schon richtig gut. Und dann kann man von der Sauna direkt hier in den Pool reinspringen, in den Schnee reinspringen. Also das hier ist der Whirlpool. Ich will nichts Falsches sagen, vielleicht waren es sogar 3000 Euro die Nacht. Aber jetzt gehen wir jetzt mal weiter. Es riecht so gut hier drin. Dann haben wir hier den Tisch. Da kann man schön arbeiten. Also hier wahnsinnig tolles, schönes Holz. Wahnsinnig tolle, schöne Möbel. Und ich lasse mich auch immer so gerne inspirieren, denn wir bauen aktuell gerade auch eine neue Juicery. Ich werde auch hier ein paar Bilder der neuen Juicery einblenden. Und ich lasse mich immer gerne inspirieren von schönen Hotels, schönen Gastronomien. Einfach, dass wir auch unsere eigenen Juicery Healthy Food System Gastronomie Läden extrem schön machen können. Und es macht einfach so viel aus. Lichteffekte, Holz, Sichtbeton, Stahl, die schönen Stoffe. Wahnsinnig toll. Dann gehen wir hier weiter zur Couch. Abartig tolle Couch. Dann haben wir jetzt hier den tollen Fernseher. Und da auch die tolle Freundin. Wo haben wir sie? Ja, die Kerstin. Die gehört dann im Endeffekt auch mit dazu. Und Kerstin, du kannst dann auch nachher schön diese Badewanne einlassen. Warum haben wir zwei Betten? Vielleicht geben wir uns gegenseitig auf den Sack, ja? Dann müssen wir einfach die Betten wechseln und tauschen. Dann schauen wir hier weiter. Das nächste Bad, also auch alles sehr toll gemacht. Wieder richtig große Schränke. Die Kerstin hat sich da schon eingelebt, ja, so. Und jetzt gehen wir hier weiter. Hier natürlich das Bad. Und Leute, eins kann ich euch sagen, wenn ihr wirklich richtig sauber sein wollt, dann ist Punkt Nummer 1, ihr ernährt euch pflanzlich. Punkt Nummer 2, ihr braucht ein Bidet. Dann haben wir jetzt hier nochmal die nächste Dusche. Und das ganze Ding natürlich jetzt auch alles extrem schön gelöst. Also ich find's richtig super. Jetzt nehme ich meine Russenmütze ab. Es ist hier so geil, die geilste Mastermind, inklusive Party, Networking und so viel Spaß, ich krieg Gänsehaut, Leute. Das Hotelzimmer ist so geil, das Essen ist so geil, die Leute sind so geil, die Business, aber auch die Lifestyle-Kontakte sind so geil, mega, 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 mega geil. Und ich hoffe, dass wir ein paar Einblicke für euch auf Kamera einfangen können. Es hat einfach nur mega Spaß, das Wetter draußen, Sauna, Schnee, gerade eben im Skido durch die Gegend gefahren. Skifahren, Killer.
Guten Morgen hier aus dem Zillertal. Schaut euch mal den Neuschnee an. Machen wir hier mal ganz kurz auf. Absoluter Oberwahnsinn. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, Leute. Absoluter Hammer. Jetzt, welcome hier zur Roomtour. Das Hotel haben wir ja schon ein bisschen gesehen. Das Hotel ist brutal geil und das Zimmer finde ich persönlich auch richtig cool. Fangen wir mal direkt an, worauf ich immer achte. Ein großes, schönes Bad. Also kommt mal rein. Hier, richtig geile Dusche. Achte ich immer drauf. Dusche, separates WC. Hier alles richtig toll. Dann gehen wir weiter. Wir haben jetzt hier in der Abstellkammer, da schläft meine Freundin, na Spaß, hier in dem Zimmer, da schläft der Kameramann, ja, da haben wir den Kameramann, brauchen wir natürlich auch, und dann geht es weiter, hier ein Schreibtisch zum Arbeiten, und ihr werdet auch gleich sehen, ich arbeite immer, wenn ich unterwegs bin. Ich habe mir mein Leben wirklich so aufgebaut, dass ich frei und flexibel von überall aus arbeiten kann. Deswegen habe ich immer Systeme, Prozesse, Mitarbeiter, Geschäftsführer und kann dann von überall aus alles kontrollieren, alles steuern. Und ich muss nur auf eine Sache achten. Wenn ich unterwegs bin, muss ich natürlich trotzdem Laptop dabei haben, Tablet dabei haben, erreichbar sein, immer arbeiten können. Hier haben wir das Bett und natürlich deswegen auch alle meine anderen Routinen weitermachen, wie zum Beispiel Fitnessstudio. Deswegen gehen wir jetzt auch her und machen hier ready, und zwar natürlich on. Einmal für mich. Paul, du willst auch, oder? Klar. Du willst auch, oder? Ja, klar. Ich brauche jetzt sonst. Haben wir jetzt mal direkt hier die Minibar. Oh. Sehr schön, ha? Wunderbar. Minibar. Dann haben wir hier ein Messer. Ah, genau das brauchen wir. Brauchen einen Löffel, Leute, schaut her. So, zack, einen Löffel, und ich habe natürlich immer meine Nahrungsergänzungsmittel dabei. Das heißt also Juicery on, ja, fürs Training, Juicery off zum Schlafen, Reset für während dem Training und All in One als Mahlzeitenersatz, als Frühstücksersatz. Machen wir also das hier kurz einmal fertig. Zack, 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 zack. Ich, Leute, ich nehme nicht jeden Tag on. Das heißt also, ich lasse jetzt mal den Paul hier das on nehmen. Ich bin aktuell einfach so fit, dass ich gar kein on brauche. Was ich mal mache, ich werde mal diesen Kaffee da gleich probieren. Was haben wir dann hier? Eine Couch. Hier haben wir einen kleinen Sessel. Gleich gehen wir trainieren. Und schaut euch mal das an. Der Schnee, Leute. Geil, ha? Geil, geil, geil. Also, nachher gehen wir noch eine Runde raus. Wahnsinn. Bevor wir ins Bar gehen, gehen wir natürlich noch trainieren und pumpen. Ganz klar, die Routinen müssen drin bleiben. Immer lernen, trainieren, verkaufen, arbeiten. 25-8. Das On schiebt schon, Leute. Das On pumpt schon. Jetzt werde ich euch das Allerbeste zeigen für Push, für obere Brust, für Schulter, für Brust, und zwar, du gehst
mit diesem Satz. Eins weiter runter. So. Wir gehen also pro Satz, machen immer so 8 bis 12 Reps. Immer weiter, weiter, weiter. Weil je schräger, desto einfacher. Das war gerade das Schwierigste. Jetzt machen wir so, dann so, dann so. Und irgendwann Schrägbank. So geil, probiert's aus. Ganz wichtig, Ellenbogen rein, so. Nicht so, sondern so. Voll die Augen. Bam. Oberes Eck. For this forever, ever, ever. 10 times 10, all my friends. We ride Beamers, we ride Benz. 10 times 10, all my friends. This for real, till the end. Five steps back, never panic, no, we stay right. Count that stack, I know I will always make my real long nights. I've been working. Yo, Karl, was suchst du jetzt eigentlich hier? Meine Russenhut. Warum brauchst du den? Weil draußen wird's richtig. Oben ist richtig geil kalt. Was meinst du mit oben? Ja, wir fliegen jetzt mit dem Heli hoch. Ehrlich, oder was? Ja, da brauchen wir das. Mal einen Helikopterschein, weil das ist so geil. Heli fliegen ist so geil, macht so viel Spaß. Die Aussicht, das Feeling, die Freiheit, genial. Dann machen wir mal, dann springen wir mal aus dem Heli mit dem Fallschirm. Demnächst auf jeden Fall lassen wir uns auch vom Helikopter in Afrika, Namibia ziehen. Und dann machen wir nämlich Wasserskifahren. Lass uns aber nicht von einem Boot ziehen, sondern von einem Heli ziehen. Das wird krass. Wenn ich hier auf den Bergen bin, wenn ich diese Skihütten sehe, hier in Tirol, dann merke ich eine Sache, die ist ganz wichtig. Und zwar, all diese Hütten oder viele von diesen Hütten sind selbstversorgend. Was heißt das? Diese Hütten, die produzieren ihr eigenes Wasser, ihren eigenen Strom und die sind unabhängig. Und all die Menschen, mit denen ich jetzt hier gerade Zeit verbringe und Spaß habe, all diese Menschen sind auch unabhängig und die haben ihre eigene Infrastruktur.
Nehmen wir mal irgendwo im Berg eine Hütte. Die produzieren eigenes Essen, eigenen Strom, eigenes Wasser und die können sich selber versorgen. Nehmen wir mal jemanden, der ein Unternehmen hat, der Investments hat, der aktives und passives Einkommen hat. Der kann sich selber versorgen. Der braucht, wenn er hinfällt und sich einen Fuß bricht, bräuchte dieser Mensch rein theoretisch keine Krankenversicherung. Okay? Wenn dieser Mensch arbeitslos wird, ja, oder wenn dieser Mensch in die Rente kommt, dann braucht er keine Rentenversicherung. Er braucht all diese Dinge einfach nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, bau dir deine eigene finanzielle Infrastruktur auf. Verlass dich also nicht auf die Rente vom Staat, denn die wird es vielleicht gar nicht geben. Verlass dich nicht auf eine Krankenversicherung, wenn du nur neue Zähne brauchst. Du, in ein paar Jahren gibt es vielleicht keine Versicherung mehr für Zähne. Dann fällt es alles weg. Und die meisten Menschen, die leben so, dass wenn ihre Waschmaschine kaputt geht und sie 400 Euro für die Reparatur zahlen müssten, dann bedeutet das für sie schon ein wirkliches Problem. Die haben für alles Versicherungen. Kfz-Versicherung, das Handy ist versichert, der Fernseher ist versichert. Und dann bist du immer abhängig. Und hier in den Bergen will ich einfach nur diesen einen Punkt ganz klarstellen. Bau dir beispielsweise Investments auf, wie Immobilien, wie Aktien, die Dividenden abwerfen, wie beispielsweise Geld, welches durch Trading sinnvoll verwaltet wird, oder einfach Unternehmensanteile, die immer was abwerfen. Bau dir sowas auf, denn dann hast du ein Polster und kannst dich selber versorgen. Und das heißt auch finanzielle Unabhängigkeit. Das heißt auch... Hey, cheers! Ja, da seht ihr die ganzen Leute, denn so viele Menschen müssen, wenn sie in die Rente gehen, runterschrauben. Sie müssen in eine kleinere Wohnung einziehen, ihre Einnahmen verringern sich, sie müssen den Lebensstandard runterfahren. Ich will auch, wenn ich in die Rente gehe, mein Leben erst recht genießen. Ich will noch mehr reisen, noch mehr Zeit auch mit tollen Aktivitäten füllen, die natürlich Geld kosten. Wie kannst du dir eine eigene Infrastruktur schaffen? Wie kannst du auch vielleicht nicht von den Banken abhängig sein, sondern vielleicht einfach ein Netzwerk haben an Menschen, die einem Geld hin und her leihen können? Also bei mir ist es ganz klar so, ich habe ein finanzielles Netzwerk an Freunden, bei denen ich mir Geld leihen kann und denen ich Geld leihe, zu ganz klaren Konditionen. Das heißt, ich bin unabhängig vom Bankensystem, wenn ich einen Kredit brauche oder wenn ich einen Kredit vergeben will. Ich brauche keine Rente, denn ich habe Immobilien, Gold, Silber, Aktien, Bitcoin, Firmenanteile und vieles mehr. Ich produziere von Dingen, die ich besitze, Einkommen. Das heißt, ich gehe nirgendwo hin zum Arbeiten, sondern ich besitze Unternehmen und die arbeiten für mich, für meinen Cashflow. Und das sind einfach extrem wichtige Dinge, um die zu verstehen. Und man muss auch wissen, welche Arten von Einnahmequellen gibt es. Denn die allerschlechteste Einnahmequelle ist Lohn oder Gehalt. Es wird am allerhöchsten versteuert und per Definition musst du dafür arbeiten und Zeit dafür aufwenden und Zeit gegen Geld tauschen. Und ja, jeder hat mal 5, 10, 20, 30 Jahre in seinem Leben, wo er Zeit gegen Geld tauscht. Aber irgendwann sollte man anfangen, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, eine finanzielle Infrastruktur zu bauen und Kapitalerträge, Dividenden, Mieteinnahmen, Lizenzeinnahmen, all diese Dinge kassieren und nicht nur Lohn und nicht nur Gehalt. Und fast alle Menschen haben im Schnitt 7 Einnahmequellen, wenn sie finanziell frei sind. Was heißt es also? Eine Einnahmequelle reicht nicht, 2 vielleicht auch nicht. Man sollte wirklich 3, 4, 5, 6, 7 Einnahmequellen haben. Und ich möchte mal ein paar Beispiele von mir nennen. Ich habe beispielsweise Geld in Trading-Konten drin, die von Vermögensverwaltern verwaltet werden. Ich habe Immobilien, die vermietet werden. Ich habe Vertriebsteams, die ständig aktiv verkaufen und ich an jedem Verkauf meinen Provisionsanteil bekomme. Ich habe Gastronomien, wo jeden Tag Gäste zum Essen gehen. Na klar birgt es auch Risiko, na klar kann es auch schief gehen. Na klar muss man das Ganze auch über viele Jahre aufbauen. Aber irgendwann musst du schaffen, Geld zu sparen und dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Jetzt steigen wir wieder in den Helikopter, fliegen weiter und da wird es nachher noch den ein oder anderen Tipp von mir geben.
Sauna sind wir fertig, ein paar wichtige Calls sind auch fertig und jetzt sind wir hier in einem richtig angesagten Restaurant in St. Moritz und treffen uns mit 4 Privatbänken mit der ganzen Crew. Mal schauen, was die so für Insights haben. Richtig geil, brutales Wetter, und wenn es um das Thema Geld geht, ist es brutal wichtig, in welcher Umgebung du bist, in welcher Stadt, in welchem Hotel, in welchem Restaurant, mit welchen Menschen umgibst du dich. Keep it out the way trail. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. If I'm anything, I'm real. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. Nigga, fuck the way you feel. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. And it is what it is. Really, I just see it, I call it. Never wanna switch, I kept it solid. I wanted this as 18, plotting on my daydream. Toss me on a stage until money ain't a thing. But in a safer on its way, bitch, been held down the pavement. I'm just trying to navigate the maze. Fuck the way, drip the pages, spit the ages. Run with who I came with, better nigga nace, which speak up something flagrant. Right into my air slip, till then I got the reins grip. Shaking up the game every time I ink the page, let the splish. It's a real nigga summons, can't help but keep it 100. Know they ready to hunt us, feed off the culture they funded. Don't know which way y'all be running, but still I'm standing for something. But if I'm the demons, they honest, they know they sound like. Man kennt den Spruch. Schau dir mal den an. Man kennt ja den Spruch, Zeit ist Geld. Und man braucht auch wirklich Zeit, um Geld zu verdienen, bevor man dann Geld hat, um mit Geld Geld verdienen zu können. Aber ich höre so oft Leute, die verdienen kaum Geld, die haben hohe Fixkosten und die drehen sich im Endeffekt, so wie dieses Tyler, die drehen sich die ganze Zeit im Kreis. Und das heißt also, wenn du sagst, ich habe kein Geld, aber du sagst auch, ich habe keine Zeit, dann ist es natürlich ein abartiges Doppelproblem. Keine Zeit und kein Geld. Das heißt also, mein allererster Tipp ist der, du musst dir Zeit freischaufeln. Und ich empfehle es folgendermaßen. Du solltest ein Tagebuch führen, wo du jede halbe Stunde reinschreibst, was du getan hast. Denn wahrscheinlich hast du jede Woche 10 oder 20 Stunden, die du dir freischaufeln könntest für neue Projekte. Nehmen wir mal an, Netflix, unnötige Telefonate, zu häufiger Social-Media-Konsum und all diese Dinge. Du hast also wahrscheinlich jede Woche 5, 10, 20 bis zu 30 Stunden freie Zeit. Und mit dieser Zeit kannst du neue Projekte anfangen. Denn die meisten Leute, die sind nicht nur im finanziellen Hamsterrad, sondern vor allem auch im zeitlichen Hamsterrad. Ich muss mir Zeit nehmen können, um diese Menschen hier zu treffen. Ich habe jetzt voraussichtlich, ja, 2,5 bis 3 Millionen Euro hier eingesammelt von diesen Leuten für meine Projekte. Ich muss mir aber die 5 Tage Zeit nehmen, um diese 30 Menschen kennenzulernen. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, du, ich habe keine Zeit, dann hätte ich niemals die Zeit nehmen können, um mein Netzwerk weiter auszubauen. Das heißt also, mein ganz großer Tipp an alle. Überleg dir mal, was machst du jede Woche mit deiner Zeit? Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann heißt es nur, du verwendest die Zeit für die falschen Dinge, denn alle haben ja gleich viel Zeit. Du verwendest deine Zeit, aber wo sind deine Prioritäten? Wenn du sagst, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit für Lernen, ich habe keine Zeit fürs Netzwerken, ich habe für all die Dinge keine Zeit, dann heißt es ja, du hast für was anderes deine Zeit. Und wenn du nur mal eine Woche lang aufschreibst, was du jeden Tag machst, alle 30 Minuten, dann wirst du mal sehen, wie viel Zeit du wirklich verschwendest. Das ist also nur ein kleiner Tipp am Rande, denn ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr für dieses Video. Denn ich gehe jetzt weiter netzwerken. Bis später. Eben angekommen im huckligen, buckligen Mailand und wir haben jetzt hier 4 Tipps für Unternehmen, um aufs nächste Level zu kommen. Ich sehe so viele Unternehmer, die hätten das Potenzial, viel mehr Umsatz zu machen, aus dem Umsatz eine deutlich größere Marge rauszuziehen und auch vor allem mehr Zeit und weniger Stress zu haben. Und genau darum soll es gehen. Also was sind denn die größten Probleme, die ich sehe? Punkt Nummer 1. Die meisten Unternehmer wissen gar nicht, wo kommen ihre Interessenten her? Was sind also ihre eigentlichen Leadquellen? Sind es Leute, die
über irgendeinen Blog-Eintrag auf die Webseite stolpern? Sind das Leute, die kommen über Empfehlungen in den Laden? Kommen die Leute über Social Media? Wo kommen eigentlich die potenziellen Interessenten und die sogenannten Elites? Wo kommen diese Leute her? Und ich werde jetzt 4 Fragen stellen, die sollst du bitte als Unternehmer mal beantworten. Oder wenn du kein Unternehmer bist, dann schick dieses Video mal einem Unternehmer und frag, ob er diese Fragen beantworten kann. So, dann. Wie bekommst du den Kontakt deiner Interessenten? Denn wenn die in den Laden gehen und wieder rausgehen, ohne dass du eine E-Mail hast, ohne dass du eine Telefonnummer hast, ist die Person vielleicht für immer verloren. Ich glaube, jeder Mann kann folgendes Beispiel gut nachvollziehen, und zwar: Du bist in der S-Bahn, eine Frau steigt ein, du findest diese Frau attraktiv oder toll, möchtest sie vielleicht kennenlernen und du weißt gar nicht, wann sie wieder aussteigt. Du holst aber ihre Kontaktadresse nicht. Keine E-Mail, kein Facebook-Profil, keine Telefonnummer. Und du bist noch am Überlegen, währenddessen hält die S-Bahn an, die Frau steigt aus. Du kannst sie nie wieder kontaktieren, obwohl sie vielleicht ein guter Interessent gewesen wäre. Kommen wir also zum zweiten Punkt. Weißt du, wie hoch deine Abschlussquote ist? Das heißt also, wie viele Leute, die deine Marke kennen, deine Produkte irgendwie kennen, in den Laden reinkommen, deine Webseite besuchen, wie viele von diesen Menschen kaufen? Wie hoch ist deine Verkaufsquote? Also wie einladend ist dein Laden? Wie einladend ist deine Webseite? Wie wird dein Produkt präsentiert und dem Kunden kommuniziert? Wie verkaufen deine Verkäufer, wenn du überhaupt Verkäufer hast? Also wie hoch ist deine Verkaufsquote? Dann der nächste Punkt bei deinem Produkt. Wenn ein Kunde dann schlussendlich ein Produkt kauft, hätte er vielleicht nicht das nächst teurere Produkt vielleicht kaufen können bei einem Auto. Jemand, der eine C-Klasse 200 Diesel kauft, hätte die Person vielleicht bei einer besseren Beratung vielleicht einen C250 oder einen C300 Diesel gekauft, vielleicht noch weitere Ausstattung, hätte der Kunde vielleicht 10% mehr Geld ausgegeben. Beispielsweise bei McDonald's, da wird immer gefragt, möchten Sie noch zusätzlich Pommes? Möchten Sie ein größeres Getränk? Möchten Sie noch einen Nachtisch? Das heißt also, unterm Strich, hättest du mehr verkaufen können? Und dann die zweite Frage, hättest du häufiger verkaufen können? Wenn dein Kunde schon mal gekauft hat, wann kontaktierst du den Kunden wieder und fragst ihn, wie hat Ihnen das Produkt, ja, die Dienstleistung, der Service gefallen? Möchten Sie wiederkommen? Möchten Sie wieder kaufen? Können Sie uns ein Feedback geben? Möchten Sie uns vielleicht eine Bewertung geben? Möchten Sie uns weiterempfehlen? Denn der einfachste Kunde ist der bereits bestehende Kunde. Das heißt also, wie viel mehr Umsatz steckt in deiner aktuellen Kundenkartei drin? So, und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Die Marge deines Unternehmens. Wie viele Lohnstunden werden abgerechnet, die eigentlich wirklich größtenteils sinnlos sind? Das heißt, inwiefern könnte man deine Lohnkosten optimieren? We are fine, hi Lavo! Hi everyone! Hi! I'm really sorry not to be with all of you. I'll just say sadly, taking care of myself after a car accident, but I know you are in Garage Italia, which is your home, it's our home, and I want you to feel comfortable, to feel at ease. I know that Gabriele is taking good care of you, so I am happy of that. I'm very sorry not to be present with all of you. I heard you had a lot of fun driving. I hope the tires of the Bugatti were good enough to pass the Milan, and you didn't have a tough time driving. I hope each and every one of you had fun. And next time you have my word, I'll be there for all of you. And I hope you will enjoy the evening in Garage Italia. And
consider it your home and consider Gabriele, how do you say, he's there to help you, support you, tell you anything and everything you want to hear or you want to know. And if there's anything I can do, you let Gabriele know. I'm happy to help and support. And I send you lots and lots of love. And I wish you a beautiful evening. And I'm sorry not to be with you. But my heart and my soul is with you. And Lapo, all the Go Luxury family is sending you a lot of love and strength to recover 100 or 150%, even be better than before, but this is nearly impossible. So please, all the best for you, and thank you so much that you have some time for us to say hello. And we are very proud to be here. Dankeschön. Bitte schön. Leute, ganz ehrlich, Kunst ist ja Geschmackssache, gell? Aber es ist gar nicht mein Geschmack. Paul, wie findest du es? Wie finde ich was? Wie findest du so die Farbe vom Auto? Also ich finde es schon geil, ehrlich gesagt. Echt, oder? Ja, also. Paul findet es geil, ich nicht. Also Paul. Milan war unser letzter Step auf der Go Luxury Tour, das Bulgari Hotel. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause. Es hat extrem viel Spaß gemacht und noch eine richtig coole Sache. Und zwar, ich habe jetzt ja, 6 von den Leuten, die dort waren, habe ich auch reingeholt bei uns ins Finanzprodukt, ins Crypto Trading Produkt. Also es war extrem interessant. Die haben jetzt alle so zwischen 50 bis 250.000 Euro investiert. Das hat sich also wieder extrem gelohnt. Ich habe sehr viele coole Business Connections gemacht, sehr viele gute Business Tipps abgeholt, Investoren einsammeln können. Also es war wirklich wieder richtig, richtig, richtig genial. Und bei uns ist es cool, dass eben jeder investieren kann, ab einer Summe von circa 3.000 bis 5.000 Euro. Und wir konnten das Geld unserer Kunden um 50% erhöhen, also 50% aufs Investment in den letzten 6 Monaten erwirtschaften. Also wirklich genial. Ich kann euch nur empfehlen, schreibt mich einfach an, die Telefonnummer ist unten, alle Links sind unten, wenn ihr auf die nächste Go Luxury Tour kommen wollt, wenn ihr euch für eine Mastermind oder ähnliches bewerben wollt, beziehungsweise wenn ihr einfach nur bei uns investieren wollt und oder Vertriebspartner werden wollt. Das Ganze ist immer noch nach wie vor extrem spannend, auch wenn ich mich nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückziehe, nutze also noch die Möglichkeiten, solange die bestehen. Bis dann, abonniert den Kanal. Wir sind raus. Ciao.